Ich darf euch heute Abend wieder hier zu unserem Taubertalk begrüßen. Mit einem Sieg, einen hohen Sieg, können wir uns natürlich glücklich schätzen. Wir haben jetzt gerade natürlich auch noch diskutiert mit der Verletzung von dem Spieler. Da komme ich gleich noch ein bisschen drauf. Aber Thomas, dir gebar das erste Wort und ein kleines Fazit, wie das Spiel für dich gelaufen ist. Ich denke natürlich, ihr kommt aus der Halbzeit raus und da waren kein Spieler mehr auf dem Feld gestanden, der irgendwie was auf die Reihe gebracht hat. Ja, also hallo zusammen und erstmal Glückwunsch zum natürlich verdienten Sieg. Also ein Spieler hat schon über 60 Minuten bei uns das ganz gut gemacht, auf halb links, auch in der zweiten Halbzeit. Ich habe zur Halbzeit gesagt, war mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden, weil wir schon im Laufe der Woche sehr viel improvisieren mussten, wegen Spielern, die gefehlt haben. Viele, die auf zentralen Positionen heute gespielt haben, also nicht auf außen. Sie spielen eigentlich in der zweiten Mannschaft. Und mit 12-9 war ich sehr zufrieden, auch wenn ich sagen muss, dass es noch von der Chancenbewertung, wobei ihr auch verworfen habt, ein bisschen besser hätte stehen können. Ich habe dann gesagt, die nächsten 10 Minuten entscheidet sich eigentlich, ob wir noch dann ein Spiel haben, ja, weil der Druck dann, wenn wir nochmal rankommen auf 1-2 Tore, halt auch bei euch gelegen wäre oder ob es halt vorbei war. Und es war dann nach 10 Minuten vorbei. Und gut, dann kam natürlich die Situation dazu und danach war es eigentlich auch, denke ich, okay, dass beide Mannschaften das mit 80%, sage ich mal, so runtergespielt haben. Und okay, ja, also ganz klar verdienter Sieg. Bisschen schade für die Zuschauer, dass wir nicht ein bisschen enger das gestalten konnten. Das war natürlich dann teilweise ein bisschen nicht so der beste Sport von unserer Seite aus. Und es war für uns schade, weil wir haben nicht oft so eine Kulisse. Wir haben nicht oft so eine Kulisse, was man eigentlich genießen kann, was toll ist, wo man sagt, trotz Auswärtsfahrt fahren wir da eigentlich gern hin. Bei Königshofen war es nicht so, bei Hartheim war es auch immer so. Da war das für uns immer, wenn dann 300 Zuschauer, sage ich mal, da sind, dann ist das natürlich toll. Das konnte man jetzt mit dieser Geschichte hinten raus jetzt so nicht mehr genießen. Ja, wir sind wirklich mit sehr vielen Kompromissen in dieses Spiel reingegangen, wo wir gesagt haben, man muss sehr viel laufen. Von dem her war das, ich denke, von der Einstellung von den Jungs, teilweise haben wir mit Torhüter im Feld noch gespielt, haben wir es ganz ordentlich gemacht. Ja, danke. Thomas, warst du vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass, sage ich mal, ab der 15. Minute kam so ein kleiner D-Zug eigentlich auf euch zu? Da hat man wirklich zweimal richtig 10 Minuten schnelle Welle gefahren. War das für dich auch so ein ausschlaggebender Punkt, dass wir heute gewonnen haben? Also es gab, glaube ich, eine 3-2-Führung für uns und dann 3-8 und da waren 3-4 zweite Welle-Situationen dabei von euch. Aber ich habe von Anfang an gesagt, es geht bei uns darum, in die Abwehr wieder zu kommen, in die Abwehr wieder da zu stehen und ihn dann möglichst schwer zu machen. Und das haben wir dann dementsprechend im Angriff in der Phase nicht geschafft, indem wir eben Situationen und Entscheidungen gemacht haben, die euch die Möglichkeit für leichte Tore eröffnet haben. Und also es geht dann eigentlich darum, nicht im Angriff immer erfolgreich zu sein, aber ich sage immer so erfolgreich zu sein, dass wir wieder geordnet stehen können. Und das kann auch mal ein katastrophaler Wurf an Eckball sein, aber wir stehen dann wieder. Und da haben wir ihn also in dieser Phase von 2-3 auf 3-8 einfach gefühlt 4 Tore gegeben, die wir so vermeiden wollten. Und ansonsten haben wir es in der ersten Halbzeit, ich glaube bei 12 Toren stehen wir, in der Abwehr eigentlich mit unserer Verfassung, die wir hatten, ganz gut gemacht. Also natürlich ist das Sache, dass wir Probleme, hat man ja auch gesehen, im Angriff haben. Ja? Und das haben wir da nicht perfekt gelöst. Ja klar. Und zweite Halbzeit, ja, haben wir ganz viele Sachen nicht perfekt gelöst. Ja. Dann glaube ich noch eine Frage an dich, dann würde ich auch sagen, gebe ich dann rüber. Typisch, man fragt immer, rote Karte, ja oder nein? Ja gut, ist müßig. Also der es bekommen hat, bestimmt nicht, weil der stand als erster schon auf 6 Meter und kam von vorne. Die Schiedsrichter haben mir gesagt, dass er von hinten gekommen wäre, deshalb hätten sie die rote Karte gegeben. Also dieser nicht, ein anderer vielleicht. Aber das tut auch nichts zur Sache. Also ich glaube auch nicht, dass das Spiel entscheidend war. Es war natürlich unser erster Rechtsaußen, der eine gute Runde spielt. Aber der zweite Mann, der dann reingekommen ist, hat
auch wirklich gut gemacht und auch kämpferisch gut gemacht hat. Wir hätten mit ihm halt nochmal eine Option gehabt, ihn eventuell mal auf halb rechts zu schieben, auch wenn er kein Halber ist, aber damit wir einfach nochmal eine andere Variante haben. Und das war noch so ein Plan X, dass wir dann auch mal mit ihm auf halb und mit einem weiteren Linkshänder auf rechts außen spielen. Das hat sich halt dann zerschlagen. War nicht spielentscheidend. Wir hätten im Angriff insgesamt an mehreren Stellen erfolgreich sein müssen, außer auf halblinks. Okay, besten Dank. Thomas, nimm dir gerne hier ein bisschen Häuser und dann können wir dir später, wie gesagt, nur anbieten, falls was ist, einfach melden. Ja, und auch nochmal Dankeschön. Also da war von eurer Seite sowohl euer Physiotherapeut als auch der Notarzt, der damit super mit eingegriffen hat und auch, dass mehrere von euch angeboten haben, ihm gegebenenfalls ins Krankenhaus zu fahren. Also sehr vorbildlich und auch dafür Dankeschön schon mal. Ja. Okay, Martin, wieder freudige Gesichter. Man kann sagen, ja, man wird langsam hier heimstark, man holt die Punkte und man ist ja heute gefestigt, sage ich mal, im unteren Feld. Martin, dein Fazit zum Spiel, wie hast du es gesehen in der ersten und zweiten Halbzeit? Also erstmal schönen guten Abend, Thomas, an die 51, gute Besserung, ja, 51 war es glaube ich, also ich hoffe, das ist nicht so schlimm, wie es jetzt ausgesehen hat, aber es sieht ja ganz gut aus, dass es ihm demnächst auch wieder besser geht, also ich drücke die Daumen und gute Besserung an der Stelle. Ja, erste Halbzeit, ich glaube, das war tatsächlich dann ein Spiel irgendwie auf Augenhöhe. 12-9 Halbzeitstand. Ich war mit einigen Aktionen vorne nicht zufrieden, muss man ganz ehrlich sagen. Mit 9 Toren in die Halbzeit zu gehen ist okay. Aber vorne habe ich mir ein bisschen irgendwas anders vorgestellt und haben wir auch anders trainiert. Da waren mir zu schlampige Anspiele dabei. Der Victor hatte einige Male sehr, sehr schlecht ausgesehen, das kann man auch so offen sagen. Da war einiges nicht so schön. Von daher hätten wir da auch unsere Überzahl ein bisschen besser ausspielen können teilweise. Das hat auch nicht so funktioniert. Wir haben den ersten 7 Metern auch gleich wieder verworfen. Also einige Bälle verballert in der ersten Halbzeit, Gegner natürlich auch. Aber nichtsdestotrotz, ein 12-9 gegen den Tabellensechsten ist schon auch in Ordnung, kann man schon mitnehmen. Und ja, für die zweite Halbzeit haben wir uns vorgenommen, auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Pace auf die Platte zu kriegen, was uns ja die letzten Spiele in der zweiten Halbzeit perfekt gelingt. Ja. Wir decken hinten super, Torhüter kommt ins Spiel in der zweiten Halbzeit, der Mike übrigens auch, super erste Halbzeit, zweite Halbzeit auch grandios, ja super. Und wenn man dann den zweiten Keeper bringt und er entschärft, dann auch noch 3-7 Meter, das ist auch nicht so schlecht. Ja. Aber wir haben dann einfach auch da wieder dieses Tempo aufs Spiel gebracht und haben viele einfache Tore machen können, auch über die Kreisläufer wieder viele einfache Tore machen können, trotz, ja, kein Linkshänder. Dann am Schluss auf rechts außen mit dem Steffen, dann der permanent eingelaufen ist, haben wir das sehr, sehr gut gelöst. Ja, und ich glaube, wir haben einfach ein bisschen mehr Tempo gebracht als der Gegner und das war entscheidend. Wir haben die Gegner ein bisschen müde gespielt, dann auch mehr mit dem Tempo rein. Und am Schluss, ja, durch die Verletzung dann auch, wie Thomas schon gesagt hat, dann spielen beide Gegner oder beide Mannschaften auch 80%. Und dann wird es auch relativ leicht, dann zum Tor zu Erfolg zu kommen, dass wir ein bisschen mehr gemacht haben in der zweiten Halbzeit als der Gegner. Finde ich aber trotzdem ganz gut, wie wir am Schluss dann gespielt haben. Wir haben einige Sachen viel, viel besser umgesetzt, haben die Räume gefunden für die Rückraumschützen. Alex Bitsch heute, super Spiel gemacht. Und dann die 7 Meter von Victor haben dann auch den Weg ins Tor gefunden. Und so war das wieder eine super geschlossene Mannschaftsleistung. Kann da heute keinen jetzt rausheben. Ich bin einfach happy, dass wir jetzt an das Mittelfeld anschließen konnten. Ich hoffe, dass wir dann gegen Pforzheim nochmal eine Leistung bringen können, um diese Heimserie komplett erfolgreich gestalten zu können. Und ja, danke auf jeden Fall an die Zuschauer, die heute wieder so viel oder so zahlreich in der Halle waren. War ja eine geile Kulisse. Herr Martin, eigentlich nur so ein kleiner Ausblick. Jetzt haben wir gesehen, Tizan hat sich wahrscheinlich verletzt. Muss man wieder sehen, wie es mit seinem Knöchel oder was es wahrscheinlich ist, ne? Knöchel. Wie das wahrscheinlich weitergeht, dann hoffen wir, dass der Jonathan wiederkommt. Bretze war heute auch nicht dabei. Denkst du, du musst auch in den nächsten 2 Wochen mit weniger Leuten arbeiten? Ja, zum Personal kann man schon mal sagen. Also Tizi weiß ich jetzt nicht, was los ist. Aber Tizi fehlt uns sowieso nächste Woche. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so in der Öffentlichkeit schon sagen darf. Pforzheim wird sich vorbereiten. Aber wir werden in den nächsten Wochen nicht vollzählig hier antreten können. Deswegen sitzt hier nach wie vor mein Bruder im Trikot, der heute hinten in der Deckungszentrum einen sehr, sehr guten Job auch gemacht hat. Also bin ich auch sehr stolz drauf, dass er in die Bresche gesprungen ist.
Aber wir werden nichtsdestotrotz, trotz Ausfälle und vielleicht schweren Widrigkeiten, alles probieren, um die letzten Spiele so gut wie möglich anzugehen und auch mal den Auswärtssieg irgendwo einzufahren. Das brauchen wir auch noch. Wir haben uns als Ziel heute auch als Team gesteckt, dass wir alles geben wollen bis zum Ende und dass wir als Aufsteiger am Schluss auch irgendwo noch ein paar Plätze gut machen wollen. Und das muss ganz klar das Ziel für die letzten Spiele sein. Und wenn jetzt alle so Hand in Hand greifen wie heute, dass Viktor draußen ist und der Alex zündet, dann bin ich sehr guten Mutes, dass es am Schluss auch ganz gut aussieht und wir eine sehr, sehr gute Platzierung am Ende auch noch haben. Besten Dank beiden Trainern. Dann kommen wir zu unserem kleinen Gewinnspiel, wie ihr alle kennt. Ich hoffe, dass jeder seine kleine Eintrittskarte zur Hand hat. Wir verlosen wieder unsere zwei Sixpacks. Thomas, einfach hier mal reingreifen, die richtige Zahl vielleicht gleich ziehen, dass wir demjenigen gleich ein Bier übergeben können. Oh, Nummer 4. Oh, das war der erste, wo eine Halle war fast. Nummer 4. Oh, einmal die Nummer 4. Jetzt könnte ich sagen, es bleibt in der Familie. Ne? Ja. Besten Dank. So, dann haben wir hier die Nummer 655. Nummer 655. Oh. Daniel, es bleibt in der alten Mannschaft oder kann ich mich heute Abend durchtrinken? Besten Dank. Für euch einen guten Heimweg, bis zum nächsten Mal und dann sehen wir uns wieder. Danke.